Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin, hätte ich fast schon gesagt, von der wunderschönen Insel Rügen. Wir haben heute den 30.07. Es ist Sonntag. Wir sind gleich am Frühstücken und dann geht es gegen 12 Uhr zurück nach Berlin. Reine Fahrzeit mit dem ICE sind 3 Stunden 45. Das heißt, ich werde so 15, 45, 16 Uhr irgendwann am Hauptbahnhof sein und dann eine halbe Stunde später müsste ich eigentlich dann wieder zu Hause sein. Ich freue mich, wieder nach Berlin zu fahren. Es war aber auch eine sehr angenehme Zeit diesmal hier auf Rügen. Wir haben was unternommen, wir haben gut gegessen, haben ein bisschen die Gegend erkundet, wobei für Mama und Jens ist das ja jetzt nicht großartig neu. Die kennen ja hier die Umgebung schon wie ihre Westentasche. Aber für mich ist es immer mal wieder hier und da was Neues. Gestern Abend sind wir durch den Regen gestiefelt, leichten Sprühregen würde ich fast sagen. Ich habe ein paar schöne Bilder gemacht mit einem Regenbogen, der sich dann hier über Prora aufgebaut hat. Das war ganz angenehm und ja, habe gut geschlafen. Ich glaube, zweimal 10 Stunden und jetzt heute 9. Ja, bin gut erholt, bin wach und heute Abend wird dann wieder gespielt. Ich freue mich deswegen so drauf, nach Berlin zurückzufahren, weil da der Computer steht. Und ja, da die ganzen Spiele auf mich warten. Mal gucken. Jermaine fährt heute auch nach Hause zurück. Der war ja in Würzburg, Donnerstag Geburtstag gefeiert und dann ein verlängertes Wochenende dort verbracht. Ja, der wird heute Abend irgendwann auch wieder da sein. Mal gucken, vielleicht höre ich ihn ja heute sogar. Wenn nicht heute, dann bestimmt morgen. Und morgen habe ich ein Vorstellungsgespräch bei Bertelsmann Avato oder so ähnlich. Das ist so ein Service-Dienstleister, der für große Unternehmen ja, den ganzen Customer-Care-Kram macht und die werden unter anderem auch dafür bezahlt, Facebook-Posts, die nicht den Facebook-Regularien entsprechen, zu löschen. Da gab es auch mal vor kurzem einen Beitrag im Fernsehen zu dieser Löschzentrale in Berlin. Da habe ich morgen ein Vorstellungsgespräch um 10 Uhr bis 11:30 Uhr, 12 Uhr soll das gehen. Soll wohl ein Mini-Assessment Center sein. Und da bin ich mal gespannt, was mich da erwartet. Bestimmt lauter nicht so geile Sachen, die man eigentlich nicht unbedingt sehen möchte. Aber ja, wir gucken mal. Das ist morgen. Am Mittwoch treffe ich mich mit Andreas. Nicht meinen Andreas vom Spielen, sondern einen ehemaligen Arbeitskollegen. Der arbeitet jetzt bei Travel Audience, glaube ich, und braucht da noch Unterstützung für Marketing, Social Media. Da werde ich mich mal mit ihm zusammensetzen, ein paar Sachen besprechen und gucken, ob das passt. Und ansonsten, was steht die Woche noch an? Ich muss noch mal ins Büro, mein Zwischenzeugnis abholen, den Keller ausrümpeln, ja, vielleicht ein bisschen Sport machen, und spielen. Jede Menge spielen. Naja, wir gucken mal. Gut, jetzt geht es wie gesagt erstmal zum Frühstück und dann gegen 12 Uhr geht es zum Bahnhof zurück nach Berlin. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Hier wird es jetzt gerade richtig schön. Blauer Himmel, Sonnenschein, so 20, 22 Grad. In Berlin sind es ja, glaube ich, heute 30 Grad sogar. Da freue ich mich schon sehr drauf. Habe auch schon vorsorglich eine kurze Hose angezogen, damit, wenn ich nachher aus dem Zug steige, mir nicht die Beine zerfließen vor lauter Hitze. Gut, dann, wie gesagt, habt einen schönen Sonntag und vielleicht bis später im Stream. Und ansonsten, bis morgen im nächsten täglichen Vlog. Bis dann. Ciao.